und willkommen zu einer neuen Episode Clash Royale mit Winifred. Und heute haben wir neue Informationen. Es gibt ja diese neue Challenge, die ja gestern schon angeteasert wurde von Supercell, die 20 Siege Royal Crown Championship Challenge. Und wir müssen mal drauf gucken. Wir haben wieder in der League-Gruppe bei uns bei Kick, haben wir wieder einige Informationen gesammelt. Ich glaube, die meisten Informationen sind tatsächlich wieder von OPGit Studio. Also wie gesagt, es sind natürlich nur Gerüchte. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber lasst uns einfach mal drauf gucken. Ja, was uns denn da erwartet? Also, 20-Siege-Challenge, der Name lässt es ja schon vermuten, es handelt sich darum, dass 20 Siege das Maximum ist, anstelle von 12, wie wir das bisher kennen. Preise. Wie wir das auch sonst kennen, es gibt Gold, es gibt Karten und da gibt es natürlich einen Special-Preis, ab und an bei verschiedenen Etappen bei dieser Challenge, wie wir das ja auch kennen. Ne, manchmal, du hast immer diese normalen Challenges, zum Beispiel mal zwischendurch, aktuell gibt es ja die Mega-Lakai-Challenge, wo du dann immer mal wieder ein paar Karten bekommst davon vom Megalakai oder bei anderen Challenges mal wieder eine Truhe oder sowas. Wir gucken mal drauf. Also, wenn du keinen Sieg hast bei dieser Challenge, dann kriegst du 700 Gold. Also wie gesagt, Gerüchte, ne, muss nicht stimmen, aber ich finde es immer ganz gut, das mal zu diskutieren. Und wenn ihr Leaks habt und so weiter, Informationen, Leaks, Gerüchte, schickt sie mir per E-Mail zu mrmbftv@gmail.com. Können wir alles mal diskutieren. Dann, ich gehe das jetzt einfach mal so ein bisschen grob durch. 22.000 ist der Hauptgewinn bei Gold. Da kommt noch der Specialpreis drauf, da gucken wir gleich drauf. 700 ist das Minimum und bei Karten, erste Stufe, du gewinnst kein einziges Mal. Ich denke mal, es wird auch wieder sein, 3 Niederlagen und du bist dann raus. Dann hast du, ja, 10 Karten bei der untersten Stufe, bei der obersten schon 1.100, das ist schon eine ganze Menge. Du musst überlegen, 1.100 Karten, aber für 20 Siege, ey, 20 Siege, du darfst nur dreimal verlieren. Krass, beziehungsweise bei der dritten Niederlage bist du raus. Von daher, du darfst dann eigentlich nur zweimal verlieren. Ja, das wird interessant. Ist auch die Frage, was für eine Challenge wird das sein? Normale oder wieder Auswahlherausforderung oder vielleicht wieder eine 2 gegen 2 Herausforderung. Doppel-Elixier, das ist ja alles noch nicht geklärt. 22.000 Gold, 1.100 Karten bei 20 Siegen tatsächlich. Ja, bin ich mal gespannt, wer das dann überhaupt hinkriegt. Von euch oder ich? Nein, ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann die Special-Preise. Bei 2 Siegen gibt es 2.500 Gold. Bei 5 Siegen gibt es eine Riesentruhe. Bei 9 Siegen gibt es eine Magietruhe. Bei 14 Siegen gibt es eine legendäre Truhe. Oh, ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich passiert. Dann wäre das schon mal nicht schlecht. Also ich meine, bei 9 Siegen, das müsste ich eigentlich hinkriegen. Da würde ich dann zumindest schon mal eine Magietruhe, eine Riesentruhe vorher eingesackt haben. 14 Siege, wie ich mich selber kenne, wird eher richtig schwierig werden. Das ist immer so das Momentum, ne? Wenn die Challenge neu draußen ist, dann ist eigentlich deine Chance, denn dann spielen die meisten Leute auch, ja, die vielleicht dann sonst nicht spielen würden. Wenn es wieder 100 Gems kostet, angenommen, es kostet 100 Gems, dann ist das halt so, dass die meisten Leute dann nur einmal spielen, wenn der erste Eintritt, ich glaube, der erste Eintritt soll wieder gratis sein, laut meinen Informationen, und danach, ja, weiß ich nicht, 100 Gems? Kann ich schon, also ich tippe doch darauf, dass es 100 Gems kostet und die meisten Leute spielen dann, wie gesagt, nur einmal. Bedeutet, dann hast du eigentlich die größte Chance am Anfang, wenn die Challenge neu draußen ist, dann was zu reißen. Und dann, naja, wir werden sehen. Also hatte ich gesagt, Magietruhe, legendäre Truhe und jetzt kommen wir eigentlich zum Highlight. Hoffentlich stimmt es. Bei 20 Siegen bekommst du 250.000 Gold. Richtig dicker Batzen Gold und, aber nicht nur das, denn das heißt ja Crown Championship Challenge, deswegen angeblich bekommst du einen Startplatz dann bei den Crown Championships. Also ich vermute mal, ich kenne mich da, wie gesagt, ich kenne mich da absolut nicht aus. Ich bin da nicht im Thema drin, aber ich denke mal, du wirst dann ein Qualifier, denke ich mal, überspringen. Dieses Hauptqualifier am Anfang wirst du wahrscheinlich dann überspringen, wo sich dann schon mal einige Leute dann qualifizieren, sozusagen für die nächste Runde. Tippe ich mal drauf, dass das dann übersprungen wird. Ja, das ist natürlich wieder die Sache. Woher weißt du denn dann, ob du denn tatsächlich auch, oder beziehungsweise, woher weiß denn Supercell, ob du dann tatsächlich auch selber gespielt hast oder ob nicht vielleicht jemand anderes gespielt hat? Sag mal, ich würde Marwell an meinen Account lassen. Ich würde einen Pro an meinen Account lassen und der würde dann für mich gewinnen. Ja klar, das können sie nicht kontrollieren. Aber es ist natürlich schon ganz cool, dass die Leute, dass der Supercell sagt, ey, auf diese Weise könnte man dann auch sich einen Platz bei den Crown Championships erspielen und nicht halt über diesen normalen Qualifier. Irgendwie mal gespannt, ob das denn so kommt. Ihr schreibt mir mal gerne eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare rein. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr Leaks habt, schickt sie mir zu per E-Mail mrmbftv@gmail.com. Würde ich mich auf jeden Fall mal freuen. Ich bin auch gerade noch dabei, so ein paar Sachen zu drucken von Clash Royale. Ich habe schon einen Mini-Packer fertig. Ich habe schon eine kleine Truhe fertig gemacht. Eine legendäre Truhe. Allerdings, die Maßstäbe passen noch absolut nicht.
Also die Truhe ist fast so groß wie der Päcker. Aber nun gut, das werden wir dann noch sehen. Ich habe ihn auch gerade in der Hand, den kleinen Päcker. Den kleinen Päcker, der muss noch ein bisschen nachbearbeiten. Ist alles noch natürlich bei mir im Anfangsstadium mit dem Drucker. Wenn ihr da noch coole Ideen habt, was ich mal drucken soll, ich würde die Sachen dann natürlich auch alle verlosen. Ich will die nicht selber behalten. Die sollen dann an euch rausgehen. Ist vielleicht mal eine ganz coole Sache, dass man mal was anderes verlost, als ständig immer irgendwelche Gutscheine oder sonstige Geschichten. Ist halt mal was Personalisiertes, was ich selber kreiert habe. Ja, natürlich nach einer Vorlage, ist klar, aber ansonsten verkaufen darf ich das ja sowieso nicht, das möchte ich auch gar nicht. Aber verlosen, das darf ich und naja, mal gucken. Bin ich mal gespannt, wenn ich ein paar Sachen mehr gedruckt habe, dann werde ich da mal eine Folge drüber machen, über den kleinen 3D-Drucker. Aber ja, gebt auf jeden Fall mal ein Like, wenn euch das gefällt, wenn ihr da mehr von sehen wollt. Und lasst auf jeden Fall mal ein Like da, wenn ihr diese Leak-Folgen, diese Gerüchte-Folgen, wenn ihr da mehr von sehen wollt. Ey, die Leute bei uns in der Leak-Gruppe sind so aktiv, ohne Witz, das ist richtig geil. Da kommen so viele Leaks. Ich weiß immer schon im Grunde vorher, was kommen wird an Truppen, also an Karten, an Turnieren, an Challenges. Das ist alles schon vorher. Die sind richtig hart dabei am Informationen suchen. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Episode. Wie gesagt, es sind Gerüchte. Ich weiß nicht, ob es kommt. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns später wieder. Macht es gut. Einen schönen Tag noch. Tschüss.